Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Annies Spielplatz. Ich bin Annie, die mit dem Hut, und heute möchte ich euch wieder ein Spiel vorstellen. Und zwar ist es das hier. Das ist das Verfuchst von Game Factory, ist ab 5 Jahren spielbar und es können 2 bis 4 Spieler mitspielen. Es ist auf der Empfehlungsliste des Spiel des Jahres und geht eigentlich darum, dass man den Dieb schnappt. Es ist so eine Art Cluedo für Kinder, sagen wir mal. Aber am besten zeige ich euch das jetzt einfach mal. Also das hier, das ist das Spielplan. Worum geht es jetzt eigentlich? Also der Fuchs hier, ein böser Fuchs, hat das goldene Ei aus dem Hühnerstall geklaut. Und jetzt wollen hier die Detektivhühner, das sind die hier, also das sind wir, die Kinder, versuchen jetzt herauszufinden, welcher Fuchs das gewesen ist. Dafür gibt es diese Detektivhüte. Das sind eigentlich die Spielfiguren, mit denen spielt man auf dem Spielplan. Die starten hier und der Fuchs startet hier oben. Jetzt gibt es Hinweise. Das sind solche Hinweisplättchen hier. Die haben immer vorne drauf einen Hinweis. Und hinten drauf sieht man es nicht, weil die werden am Anfang so verteilt, dass man nicht sieht, wo was ist. Und die werden hier auf diese Fußpfötchen verteilt. Und das mache ich jetzt mal noch mit den restlichen. So, dann gibt es Verdächtige, das sind hier, mit dem findet man dann schlussendlich heraus, welcher Fuchs hier gemeint ist, aber da es nur einer ist von 16, mische ich das jetzt hier, ziehe einen raus und der kommt jetzt hier in das Fuchsplättchen rein. Schiebt es so rein, dass ihr nicht seht auf der Vorderseite, ich zeige euch das jetzt mal, ich nehme nochmal einen anderen. Hier seht ihr, welcher Fuchs es war, das wäre jetzt die Caroline. Und das sind die Hinweise, die man dann bekommt. Das erkläre ich euch gerade noch. Ich mische das nochmal durch. So. Nehme hier den obersten. Stecke das so rein, dass ich es eben nicht sehe, welcher Fuchs es jetzt hier ist. So. Aufpassen, das geht hier nicht ganz rein. Also nicht versuchen, das noch mehr weiter reinzudrücken. Jetzt habe ich hier den Fuchs, der es war. Der ist hier drin. Das hier, das sind die Verdächtigen. Da ist auf der Vorderseite ist ein Fuchs drauf und was er alles so an Kleider anhat. Anhand der Kleider findet man dann auch heraus, welcher Fuchs es war. Die mische ich und verteile ich hier immer 4 rund um das Feld herum. Auf jeder Seite kommen 4 hin. Jetzt seht ihr hier, die 16 Verdächtigen sind verteilt. 2 darf man schon mal aufdecken. Ich nehme jetzt hier einen, das wäre hier die Eva. Das zeige ich euch jetzt kurz, die sieht so aus, die Eva. Und dann decke ich noch hier unten einen auf. Was haben wir jetzt hier? Die Isabel. Ihr seht, jeder Fuchs hat 3 Gegenstände an. Hier ist jetzt die Halskette, eine Taschenuhr und den Umhang. Anhand dieser Gegenstände findet man dann heraus, welcher Fuchs es ist. Das zeige ich euch jetzt gerade. Also, man würfelt hier mit den Würfeln. Ihr seht, es ist immer entweder ein Auge oder so eine Tatze drauf. Man kann 2 verschiedene Sachen machen. Ich fange jetzt mal an. In der Spielanleitung steht, der Spieler, der zuletzt ein Omelett gegessen hat, fängt an. Da das Schweinchen hier keine Omeletten isst, werde ich jetzt beginnen. Jetzt habe ich hier 2 Pfötchen, ein Auge gewürfelt. Mit den Pfötchen kann ich hier auf dem Feld fahren, mit dem Auge kann ich ihn verdächtigen umkehren, damit ich weiß, welcher hier drunter ist. Jetzt möchte ich aber hier lieber zuerst fahren und einen Hinweis holen. Jetzt ist wieder falsch, man darf 3-mal würfeln und jetzt habe ich Glück. Jetzt sind hier insgesamt 5 Pfötchen drauf, jetzt darf ich hier mit meinem Hütchen 5 fahren. Jetzt fahre ich 1, 2, 3, 4, 5. Fahre ich da hinein. Und nehme mir so einen Hinweis. Jetzt seht ihr, hier ist der Schal drauf. Da unten hat es ein Loch. Das ist sehr wichtig, denn ich nehme jetzt hier den Verdächtigen, lege das so drauf, dass die Ausbuchtung hier unten rausschaut. Und jetzt seht ihr hier das Loch. Ich ziehe das da raus und jetzt kommt darunter eine Farbe zum Vorschein. Ihr seht, es ist jetzt hier weiß. Weiß heißt, der Fuchs trägt das nicht, der das geklaut hat, der das goldene Ei geklaut hat. Wenn es grün wäre hier unten, dann würde der Fuchs das tragen. Deshalb ist auch, wie ich euch am Anfang auf der Karte gezeigt habe, hat es grüne Punkte drauf. Jetzt mache ich das zu. Ich weiß, der Fuchs hat keinen Schal an.
Jetzt lege ich das Plättchen wieder hier drauf und das muss man sich jetzt merken, was hier drauf ist. Jetzt schaue ich mir hier die Verdächtigen an, die ich hier schon habe. Hier die Eva, die trägt keinen Schal, das heißt, die könnte es noch sein. Und hier die Isabel, die trägt auch keinen Schal, die könnte das auch noch gewesen sein. Jetzt kommt als nächstes das Schweinchen dran. Das nimmt die Würfel wieder in die Hand, würfelt und sagt, ich versuche jetzt einen Verdächtigen umzudrehen, weil ich jetzt hier schon zwei Augen habe. Würfelt nochmal und nochmal, jetzt hat es drei. Jetzt dürfen wir nur einen neuen Verdächtigen umdrehen. Jetzt nehme ich hier und habe den Marco. Jetzt seht ihr, der Marco, der trägt einen Schal. Das heißt, dieser Fuchs kann es nicht gewesen sein. Ich nehme den Fuchs und lege den beiseite, weil der ist keiner meiner Verdächtigen mehr. Jetzt habe ich nur noch 15 Verdächtige. So geht das Spiel dann weiter, bis man das alles auf einen Fuchs eingegrenzt hat. Wenn man jetzt aber hier würfelt, und ich habe jetzt dreimal gewürfelt, und ich habe hier die Würfel, zeigen nicht alle dasselbe an, dann darf der Fuchs hier oben drei fahren. 1, 2, 3. Jetzt, wenn der Fuchs hier unten im Fuchsbau angekommen ist, also er fährt hier, wenn er hier unten im Fuchsbau angekommen ist, dann haben die Kinder verloren. Dann haben wir also verloren und der Fuchs ist entwischt und hat gewonnen. Wenn wir aber vorher den Fuchs identifizieren können, dann gewinnen die Kinder. Es gibt noch eine Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, es ist der Fuchs und man nimmt das jetzt hier raus und es ist nicht der Fuchs, dann hat der Fuchs automatisch gewonnen. Also man muss wirklich versuchen, das auf einen Fuchs einzugrenzen. Ich werde jetzt das Spiel einfach mal fertig spielen, dann seht ihr genau, wie das geht. Das Schweinchen ist jetzt dran und es versucht jetzt hier einen neuen Verdächtigen aufzudecken. So, Glück gehabt, jetzt deckt es einen neuen Verdächtigen auf. Wir nehmen mal einen von hier hinten, haben wir den David. Bin ich wieder dran. So, ich nehme hier wieder einen, haben wir die Emma. Das Schweinchen ist dran. So, das Schweinchen kann 5 fahren. Ich gehe jetzt mal hier. Hier zu dem. Habe ich hier die Taschenuhr wieder als Hinweis, dann mache ich das wieder hier rein. Ziehe es auf und ihr seht, es ist immer noch weiß. Das heißt, der Fuchs hat keine Taschenuhr. Wir legen die Taschenuhr wieder hier hin. Schauen, ob einer der Verdächtigen eine Taschenuhr hat. Ja, die Isabel hat hier eine Taschenuhr, das heißt, die Isabel war es nicht. Die Isabel kommt weg. Und wie bereits gesagt, so geht das Spiel jetzt einfach weiter. Ich habe etwas Grünes gefunden. Der Fuchs, der es geklaut hat, hat einen Stab. Das heißt, jetzt kann ich alle wegnehmen, die keinen Stab haben. Leider haben jetzt hier, ich nehme den mal hier rüber, beide Verdächtige einen Stab. So, jetzt habe ich 3 Hinweise. Das ist jetzt der dritte Hinweis, der grün ist. Und das ist die Brille. Also, jetzt hatte ich grün. Hier bei der Brille hatte ich grün. Beim Hut hatte ich grün und beim Stab hatte ich grün. Jetzt hat hier der David, der hat alle 3 Sachen. Es gibt nur einen Fuchs, der jeweils alle 3 Sachen hat. Das heißt, obwohl ich jetzt hier noch 2, 4, 6 Verdächtige habe, kann ich sagen, der David war's. Jetzt nehme ich hier die Karte raus und ihr seht, der David war es wirklich. Also jetzt haben die Kinder gewonnen und jetzt haben wir sogar einen speziellen Fall, der Fuchs konnte keinen einzigen Schritt gehen. Das hatte ich bis jetzt noch nie. Auf jeden Fall haben die Kinder jetzt gewonnen. Das Spiel ist zu Ende und man könnte wieder von vorne beginnen und das nochmal probieren. Wie ihr seht, gewinnt immer entweder gewinnen alle Kinder oder der Fuchs gewinnt und alle Kinder verlieren. Das ist doch gerade bei Kindern ist das sehr praktisch, da gibt es keinen Konkurrenzkampf und keinen Streit. Mir persönlich gefällt das Spiel sehr gut. Ich finde die Idee süß, dass man eben als Detektivhühner auf die Jagd nach dem Fuchs geht. Das ist ja eigentlich nicht so natürlich. Und ich finde das Design sehr hübsch gemacht.
Ich finde auch ein Detektivspiel, das schon ab 5 Jahren geht, das ist eigentlich wirklich super, weil die meisten sind ja erst so ab 8 oder 10 oder sogar erst ab 12 Jahren Detektivspiele. Und das hier geht eben schon ab 5 Jahren. Das finde ich auch sehr gut. Was auch noch so ist, ich habe jetzt gesehen, der Fuchs hat jetzt hier in dem Beispiel keinen einzigen Schritt gemacht. Es war jetzt gerade Glück, aber man kann das Spiel auch noch schwieriger machen, dass man zum Beispiel sagt, wenn man jetzt hier nach 3 Mal nicht alles dasselbe hat, dass dann der Fuchs mehrere Schritte nach vorne geht. Man kann es für Kinder, die das zu schwierig finden, auch so machen, dass zum Beispiel, dass man dann 2 Verdächtige aufs Mal aufdecken kann oder dass der Fuchs dann noch nur 2 Schritte geht anstatt 3. Also da ist wirklich noch viel Anpassungsvermögen dabei, je nach Kind, dass man es wirklich auf die Bedürfnisse anpassen kann. Der einzige Nachteil ist eben, wenn man jetzt hier, das habe ich ja glaube ich schon gesagt, wenn man das hier so reinsteckt, dann schaut hier oben das ein bisschen raus. Und die Kinder, die wollen ja dann wahrscheinlich immer das reindrücken. Und dann nehme ich an, dass das irgendwann mal so ein bisschen bricht oder dass man dann erkennt, welche Karte welcher Fuchs ist. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber sonst ist das Spiel sehr weiter zu empfehlen. Ich finde es sehr gut. Ich gebe ihm 9 von 10 möglichen Punkten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir doch bitte ein Like da. Und sonst bis zum nächsten Mal. Tschüss!